unserer Presseschau. Mein Name ist Katrin Gogella und das sind unsere Infos. Wirtschaft. Standard & Poor's senkt das Kreditrating Polens. Außerdem sattes Plus im Einzelhandel und in der Industrie. Politik. Polen-Debatte im EU-Parlament. Oppositionsparteien lehnen Kompromiss zum Verfassungsgericht ab und Steinmeier zu Besuch in Warschau. Sport. Handball-EM. Polen besiegt die Welt- und Europameister und Arthur Spielka verliert gegen Wilder. Die Meldungen im Einzelnen. Standard & Poor's senkt das Kreditrating Polens. Die neue Einschätzung der langfristigen Kreditwürdigkeit drückte den Wert der polnischen Währung im Vergleich zum Dollar und Euro weiterhin nach unten. Der Euro kostet momentan in Polen rund 4,50 €. Das Rating kann in den kommenden 24 Monaten noch mehr nach unten getrieben werden, wenn die Glaubwürdigkeit der Geldmarktpolitik angefochten wird und sich die Situation der öffentlichen Finanzen noch mehr verschlechtert. Sattes Plus im Einzelhandel und in der Industrie. Die polnische Wirtschaft legt weiterhin zu. Schätzungen der Experten wurden im Dezember übertroffen. Aus den am Donnerstag publizierten Daten geht deutlich hervor, dass die polnische Konjunktur im letzten Monat des Jahres deutlich zugelegt hat. Nach dem Statistischen Hauptamt wuchs die Produktion in der Industrie um 6,7% im Vergleich zum Vorjahr. Im November verzeichnete man hingegen 7,8%. Polen-Debatte im EU-Parlament. Die polnische Regierungschefin stellte sich den EU-Parlamentariern und sprach über die Situation in ihrem Land. Beata Szydło sprach darüber, dass ihre Partei demokratisch vom Volk gewählt wurde und dass solche Werte wie Freiheit, Souveränität, Gleichstellung und Gerechtigkeit die Grundlagen für die von ihrem Kabinett angestrebten Entwicklungen des Landes seien. Kommentare, die polnische Regierung angreifen, resultieren aus mangelndem Wissen oder Böswilligkeit, fügte sie hinzu. Weiter unterstrich sie, dass der EU in Polen ein großer Wert zukomme und verwies auf die Geschichte des Landes. Wir haben jahrelang für das Recht zur eigenen Meinung gekämpft, das lassen wir uns nicht nehmen, so Szydło. Außerdem fügte sie hinzu, dass die neuen Gesetze zum Verfassungsgericht und den öffentlich-rechtlichen Medien unter Beibehaltung der Verfassung sowie europäischer Rechte und Regelungen verabschiedet wurden. Polen hat es nicht verdient, dass die EU-Kommission ein Prüfungsverfahren einleitet, denn alle Veränderungen, die jetzt in Polen durchgeführt werden, sind im Einklang mit dem Recht. Steinmeier zu Besuch in Warschau. Der deutsche Außenminister traf sich mit Witold Waszczykowski, der Premierministerin Szydło, mit Erzbischof Nitsch und Vertretern der Opposition. Der Besuch in Warschau ist bereits das zweite Treffen von Steinmeier und Waszczykowski. Im Dezember war der polnische Außenminister zu Besuch in Berlin. Dementsprechend sagte der polnische Politiker, dass die deutsch-polnischen Beziehungen derzeit sehr intensiv seien. Kommen wir nun zum Sport. Handball-EM. Polen besiegt die Welt- und Europameister. Im letzten Spiel der Gruppenphase ging es um den ersten Tabellenplatz und um eine gute Ausgangslage für die Hauptrunde. Der Underdog aus Polen überraschte das Star-Ensemble aus Frankreich gleich zu Beginn. Die Franzosen konnten den Carsten von Schmal nicht treffen. Jeder von Karol Gieleckis geworfene Ball wurde hingegen versenkt. Die Abwehr stand dicht und die Franzosen geschockt und ratlos. Nach den ersten 20 Minuten führten die Polen mit 7 Toren. Zum Schluss besiegte Polen den klaren Favoriten mit 31:25 und beendete die erste Turnierphase als Gruppenerster. Arthur Spielka verliert gegen Wilder. Der Bronzebomber Wilder bleibt weiterhin ungeschlagen und behält seinen Gürtel. Der polnische Anwärter Arthur Spielka konnte nur 9 Runden lang mithalten, bis er brutal K.O. geschlagen wurde. Für Wilder war es bereits der 35. K.O.-Sieg im 36. Profikampf. Das war die polnische Presseschau. Aus dem Studio verabschiedet sich Katrin Gogella.